Die Aussage, die Künstlerin Charlotte Buff aus Berlin ist eine interessante Persönlichkeit, stimmt nur zum Teil. Denn sie ist nicht eine, sondern mehrere Persönlichkeiten. Im Verlauf meiner künstlerischen Tätigkeit erkannte ich die Unmöglichkeit, in einer einzigen Aussage dem Gesamtkomplex Kunst und Leben gerecht zu werden. So entwickelte sich eine eher fraktale Arbeitsweise, freilich nicht ins beliebig chaotische. Durch Verzweigung der künstlerischen Intentionen entstanden ab 1988 Personen mit Carlos und Charlie Fab, Kunstpersonen mit eigenem Pass. Als Charlotte Buff mit fraktaler Kunst hatten wir sie schon kennengelernt. Es ging im Wesentlichen darum, gebrauchte und verbrauchte Alltagsgegenstände, aber auch Bücher zum Beispiel, so zu verfremden, dass sie als Kunstwerk in einen neuen Sinnzusammenhang gestellt werden. Heute wollen wir eine ganz andere Richtung ihrer Kunst beleuchten, nämlich die Malerei. Dabei schlüpft sie in eine andere Persönlichkeit, nämlich in die Kunstfigur Carlos. Und Carlos ist ja Malerei, steht für die Malerei. Hier, das ist Selbstporträt mit Carlos-Hut. Ich habe mich also richtig in die Person auch reinversetzt. Und mit ein kleines Schnauzbärtchen, also ja, richtig den Carlos gespielt, dann auch Brille auf. Und Zigarre in der Hand, beziehungsweise den Rauch, weil ich habe ja nicht geraucht. Die erste Welle waren dann diese Bilder. Das waren die sehr farbigen und haben die Leute sehr gerne gemacht. Um diese farbigen Bilder geht es. Wir haben uns aus den Hunderten von Bildern einige herausgesucht. Die größeren Werke von 50x70 bis 100x150 sehen Sie hier in dieser virtuellen Galerie. Und da sie als emotionales Angebot keinerlei Erklärungen bedürfen, werden wir parallel dazu aus ihrem Leben und aus ihrem künstlerischen Wirkungsbereich berichten. 1942 in Nürnberg geboren, begann sie schon im Alter von 13 Jahren, sich mit der Kunst zu beschäftigen. 1964 machte sie ihren Abschluss als Grafikdesignerin. Zunächst waren Collagen und Märchenbücher ihre Themen. Ab 1979 kamen Objektbilder, Körperhüllen und Performances hinzu. 1983 nahm sie den Vornamen Charlotte an, als Hommage an ihre Vorfahren. Von 85 bis 93 studierte sie Kunst an der HBK Braunschweig. 1988 entstanden die Kunstfiguren Carlos, von der hier ja die Rede ist, und Charlie Fupp, die wir noch kennenlernen werden. 1969 machte sie ihr Diplom für bildende Künste und wurde ein Jahr später Meisterschülerin. Und weitere zwei Jahre später entstand das Konzept Polymorphie als Gesamtkunstwerk. In dieser Zeit gewann sie den ersten Preis für Platzgestaltung in Braunschweig und ein Jahr später den Niedersächsischen Umweltkunstpreis. Ab 1994 beschäftigte sie sich dann mit fraktaler Kunst. 1996 wuchs die Zahl der Kunstpersonen auf 24. Den ersten Preis, Kunst am Bau, thermische Abfallbehandlung der Stadt Nürnberg, gewann sie im Jahr 2000. Bis 2013 folgten verschiedene Projekte und zwei weitere Kunstpersonen. Und damit erreichen wir die Gegenwart. 2020 dann übernahm Abby Kalleda mit seiner Kölner Galerie Edenfeuer die Präsentation und Distribution ihrer Werke.